Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Mannschaftsbus. Ja, hier Fernbus-Simulator mit dem Mannschaftsbus-DLC. Ja, wir trotten ein bisschen traurig zurück, denn unser Borussia hat verloren. 0:1 gegen Leverkusen und schlendern jetzt mal hier am Stadion lang und werden das Vereinsbüro betreten. Schön, dass ihr auf jeden Fall wieder mit dabei seid. Und ja, wollen wir mal gucken, was wir als nächstes auf unseren Plan haben. Und was wir hier machen werden, ich glaube, wir hatten hier diesen Werkstatttermin, oder? Wo wir dann endlich mal unseren Bus reparieren, damit wir keine Abmahnung mehr erhalten. Wir werden auch nicht mehr geblitzt werden, werden auch keine Unfälle bauen und so weiter. So, dass sich die Spieler nicht mehr beschweren können. So, hier sind wir angekommen. So, da haben wir nochmal die Spielerkommentare, ne, von Sebastian Rohe zum Beispiel, oder Rohe, wie er ja heißt. Wir haben das Spiel verloren. Ja, hätte es mal besser gespielt, hätten wir auch gewonnen. Ne? M. Schweißer. Den Namen finde ich auch so geil. Da war wieder einer sehr kreativer. Ne? M. Akanje und Sanchez. So, auf jeden Fall haben wir verloren. Tanken müssen wir auch mal wieder. Ja gut, das können wir dann machen, wenn wir zum nächsten Spieltag fahren. Wir haben den Karosserie-Reparaturtermin und werden quasi, ich guck mal gerade, ich glaube, schon wieder so weite Fahrt, ab nach Sinsheim. So, dann werden wir mal zur Karosserie-Reparatur fortschreiten. So, Montag, 10.09.2018 und ja, die E-Mails blinken, Karosserie-Reparatur machen wir und zum nächsten Auswärtsspiel am Samstag in Hoffenheim, also in Sinsheim ist das eigentlich, werden wir in den Zug anreisen, bitte uns pünktlich ab, bla 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 bla. Du kannst natürlich ein Hotelzimmer buchen und das werden wir natürlich machen. So, wir begrüßen Sie und werden jetzt erstmal eine Hotelreservierung vornehmen. So, Komfort Hoffenheim, mooskomfort.com, okay, das haben wir erledigt, das heißt, wir werden jetzt, die Karosserie-Reparatur vornehmen, das heißt, wir nicht selber, sondern wir fahren jetzt mit unserem MAN, ne, fahren wir jetzt in die Werkstatt, Dortmund fährt MAN, oh, guck mal, ein türkisen Touareg, Naja, egal. So, steigen wir mal in den Bus ein. Zack. Auf geht es. So. Dann werden wir mal den Bus quasi aufrüsten. Losstarten. Ich glaube, die Klima machen wir an. Und dann fahren wir mal los. Ja, der LKW hat auch da toll geparkt, finde ich gerade. Ja, 22,5 Grad. Ich denke, das passt. Das ist durchaus angenehm. Ja, finde toll, dass der LKW da jetzt hier so komisch steht, aber naja, was will man halt machen, ne? So. Dann werden wir mal losfahren. Radio brauchen wir, nein, brauchen wir nicht. So. Und werden jetzt erstmal hier unsere Reparatur machen. So. Kommen wir da rum? Ja. Da kommen wir, glaube ich, in einem Zug rum. Oder auch nicht. Oh, das wäre knapp. Ich hätte vorher einlenken sollen. So, ich werde mal in den nächsten Tagen mal in den Workshop gucken. Und mal schauen, ob ich hier ein Original-Repaint des Busses bekomme. Um quasi mal mit dem richtigen Bus hier rumzufahren. Zumindest vom Repaint her. Habe jetzt noch nicht geschaut, aber soll es irgendwo geben. Ich habe schon einen FC Bayern Bus bekommen. Wobei, ich werde jetzt nicht mit dem FC Bayern Repaint hier mit Borussia Dortmund rumfahren. Würde ich schon aus Prinzip nicht machen. Nicht, weil ich den Club nicht mag, aber weil ich dann doch eher zu Dortmund tendiere und halt auch aus der Region komme. Ne? So, FC Bayern ist natürlich auch ein super Verein. Für die, die den sympathisieren, hat halt jeder seinen Lieblingsverein. So, wir sind jetzt also hier in Dortmund unterwegs, fahren hier an der Geschäftsstelle nochmal vorbei. Und irgendwie haben die hier schicke türkise Fahrzeuge. Und 7er BMW Taxis. Das ist auch toll.
So, das heißt, wir fahren jetzt hier die Strobelallee runter. Auf der rechten haben wir die Nordtribüne. Da sind eigentlich keine Parkplätze, das heißt, das ist auch nicht richtig. Aber ich finde es trotzdem schön, dass die hier so sehr detailgetreu die Stadions von die Stadien von außen quasi auch mit eingebunden haben. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus und macht auf jeden Fall auch Spaß, hier von A nach B zu fahren. Vielen, vielen Dank auch nochmal für die ganzen Kommentare der letzten Folge. Der eine oder andere von euch hatte sich natürlich auch gewünscht, dass man hier vielleicht auch die Toilettenentleerung vielleicht auch animiert. Ne, solange es kein Geruchs-PC-Spiele gibt, ist schon mal gut. Das heißt, solange man es nicht riechen kann, ist es vollkommen okay. So als Latrinensäuberer hätte ich jetzt auch nett gefunden. Ich bin mal gespannt, ob wir gleich die Reparatur irgendwie so haben oder ob wir da wieder nur reinfahren und das Ganze erledigt wird oder ob wir da auch eine richtige Werkstatt haben, wo wir drin sind. Bin ich mal gespannt. Und was ihr euch auch noch gewünscht hattet, war, dass beispielsweise hier diese ganzen Sachen wie Putzen des Busses, Tanken, in die Waschstraße fahren und so weiter, dass das auch noch in den, Fernbus-Simulator, also in die Standardversion, worauf das Spiel ja hier basiert, auch mit implementiert wird. Also das fände ich auf jeden Fall vom Realismus her auch nochmal cool. Oder dass man dann hier auch die dass man dann auch hier die Getränke für die Fahrgäste auffüllen muss und so weiter. Ich denke, ne, vielleicht für den, der jetzt noch zuschaut und vielleicht rein theoretisch was hier mit dem Spiel zu tun hat, wäre das auch nochmal interessant. Und das ist so der O-Ton auch der Forenschreiber und so weiter, die halt auch mal so ein bisschen Feedback gegeben haben. Gut, die KI ist auf jeden Fall, ja, schwierig. So, da muss auf jeden Fall auch noch so ein bisschen was gemacht werden, wobei, wenn man den Anfang vergleicht, ist das schon hier sehr, sehr gut. So, jetzt fahren wir hier rein. Ach, guck mal, da ist noch eine Werkstatt. Das ist ja cool. Ja, kommen wir da rum? Jo. Das sah jetzt im ersten Moment so aus, als ob wir da nicht rumkommen. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir da hin müssen. Ich glaube, das erste Tor hier, ne? Da ist so eine Markierung drin. Ah, ist ja wieder zu spät eingelenkt. Wir müssen gleich nochmal ein Stück zurückfahren. So. So, Rückwärtsgang rein. Und dann geht's wieder hier, beziehungsweise geht's erstmalig in die Garage rein. Ach, cool. Öffnen sich die Tore auch. Dann wollen wir mal gucken. Jo, das sieht ja cool aus. Vielleicht mal einen Screenshot machen, schon mal von außen. Ich weiß ja nicht, ob ich gleich noch einen von drin machen kann. Oder so. Oder so. Ich glaube, wir nehmen den hier. Und zack. So, da fahren wir rein. Oh, cool. Guck mal, das ist hier wirklich hier so eine... Na toll, das war's. So, klicke auf diesen Button, um Karosserieschäden zu reparieren zu lassen. Die Aktion ist nur möglich, wenn Sie einen Termin haben. Okay, das heißt, Termin braucht man. Wähle deine zu reparierenden Teile aus. Bestätige das. Okay. Genügend Budget übrig bleibt. Okay. Im Notfall nur das Wichtigste. So. Klicke auf den Button, um Bauteile zu reparieren zu lassen. Die Aktion ist nur möglich, wenn die 40% liegen. Okay. Okay. Klicke auf den Button. Ah, jetzt. So, Dienstleistung. Fehler einlesen. Inspektionen. Okay. Das heißt, wir müssen einmal den Scheinwerfer reparieren. Das kostet uns schon mal 225 Euro. Dann die Rücklichter. 277,50. Dann 975 für Karosserie vorne, Karosserie hinten. Und 1200 Euro. Das heißt, nach Adam Riese haben wir noch... Wie viel übrig? Ich glaube 700 gleich, ne? 900. Das ist toll. Super. So. 700 bleiben übrig. Warum 700? Doch, passt. Gut. 3.500. So. Und jetzt? Wie, das war's jetzt? Keine Geräusche, kein nicht? Okay. Dann nicht. Oh, wir sind fertig. Okay. Oh cool, wir können den sogar... Oh, da macht er einen Screen hier in der Garage.
Das sieht gut aus. Klasse. So. Ja, das war's jetzt hier. Also, ja, cool fände ich auch, wenn man hier so draußen rumlaufen kann oder hier ein paar Leute noch sehen würde. So ein paar KI-Menschen oder so, ne? Das ist irgendwie in diesem Spiel noch viel zu wenig. So, dann fahren wir mal raus hier und werden direkt hier dann auch erstmal... Ah, nein! Ey, jetzt bin ich direkt gegen die Tür gefahren oder was? Nein. Jetzt habe ich... Oh, zum Glück alles heile. Oh mein Gott. Ich dachte, ich hätte direkt schon wieder einen Unfall verursacht. Na, also mit mir zu fahren ist nicht ganz so ungefährlich, Leute. Ihr merkt das schon. Ja, gibt auf jeden Fall Schöneres, würde ich sagen. Als mit mir hier so durchzufahren. Oder rumzufahren oder wie auch immer. So, wir sollen jetzt wieder zurückfahren. Das machen wir jetzt auch. So, und fahren jetzt nochmal zurück. Wieder zum Vereinsbüro. Quetschen uns jetzt hier lang und dann geht es dann wieder zurück. So, raus geht's, links rum, freie Fahrt und auf geht's. So. Rechts vor links, beziehungsweise Vorfahrt gewähren war hier, weil ich rechts vor links, Schwachsinn, hätte ich ja Vorfahrt gehabt. Schön finde ich auch die Mülltonnen hier. Die werden nie entleert. Und auch die Biotonnen hier nicht. Die stehen immer am Straßenrand. Also ich verstehe nicht, warum die Leute hier ihre Mülltonnen nicht weg- oder rausräumen können. Ja, die Müllsäcke stapeln sich da auch. Auch toll. Oh. Ja, also manchmal der KI-Verkehr, der kommt hier schon richtig, sagen wir mal, mit Speed aus den Seitenstraßen. Da habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass, wenn man irgendwie mal so kurz vorm Unfall steht. Und da hinten sehen wir schon wieder die Silhouette des Stadions. Das heißt, weit haben wir es nicht mehr. So. So. Jetzt noch einmal links gleich. Und dann sind wir wieder auf dem Weg direkt zum Stadion. So, oh Mann, die KI hier, ne? Guck mal, er zieht einfach rüber hier. Auch toll. Ja, fährst du jetzt oder... Ja, weißt du was? Also das meine ich mit der KI, ne? Das ist... Dann fährst du einen wieder rein, dann kriegst du eine Abmahnung hier, weil sie reinfahren. Das ist echt manchmal... zum Haare raufen. So... Da müll ich die immer noch rum. Da haben wir das schöne Stadion wieder. Und fahren dann hier am Stadion vorbei. Dann einmal links die langgezogene Kurve. Hier ist die Nordtribüne, Strobelallee. Da geht es eigentlich rechts raus und nicht links. Hier wäre die Südtribünenzugang. Da vorne hätten wir noch einen Parkplatz. Hier wird es rechts rausgehen. Da geht es aber auch Richtung Parkplatz. Das heißt, das Stadion ist schon original nachgebaut, aber jetzt die ganzen Umgebungen natürlich nicht. Und da kann man jetzt auch nicht so hier am Stadion vorbeifahren. Da gibt es nämlich eine Unterführung. Wo es dann zu den VIP-Plätzen geht. Von der Westtribüne. Und da hat man dann Zugang.
So, dann einmal hier links abbiegen. So, einmal ein bisschen ausholen. Boah, da kommen wir locker rum, würde ich sagen, oder? Ja, sicher das. So. Tor geht auf. Dann hier auch mal rum. Und dann parken wir gleich den Bus. Was mich mal so ein bisschen verwirrt ist, dass die ganzen anderen Flixbusse hier stehen. Flix auf die Piste. Haha. Wortspiel. Und da sind wir auf jeden Fall auch schon wieder angekommen. So, dann machen wir den Bus mal aus hier. Und wir werden den abrüsten. Fahrzeug ist repariert. So. Das passt soweit, da werden wir aussteigen. Und ja, Leute. Ich würde sagen, das war es jetzt erstmal. Ja, die Reparatur haben wir uns angeguckt. War jetzt nichts Spektakuläres, fand ich. Müssen wir mal gucken, was das Spiel noch so für uns bereithält. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. In der nächsten Folge fahren wir dann nach Hoffenheim. Und ja, ich sag mal, bis dahin. Tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.